Willkommen zurück, liebe Leute. Wir sind wieder hier bei Super Smash Bros. Ultimate. Und ja, jetzt muss ich erstmal gucken, wo hier noch Gegner waren. Hier war jetzt nichts mehr. Da unten kam ich nicht lang. Ah, übrigens, ich darf hier im Wissensbaum noch was machen. Ich habe nämlich wieder 27 Punkte. Ich wollte eigentlich nur was mit 30 machen, aber mit 20 kann ich hier zum Beispiel Starre und Verwundbarkeitsphase. Was ist das? Unbegrenzte Smash-Aufladedauer bei gedrückt halten des Knopfes. Ah, ich weiß nicht. Nee, dann nehmen wir... Ah, nehmen wir das, komm. Gehen wir da ein bisschen in die Richtung. So. Ja, machen wir. Costurso mit Donkey Kong. Wow. Wow. Alter, der Costurso haut ja richtig rein, ne? Wow. Yes. Hui, Glück gehabt. Costurso. Oh, ein nettes Angriffs-Pokémon. Muss man ja sagen, mit 1600. Das ist schon nicht schlecht. Das ist schon eine Hausnummer. Und wieder einen anderen Bereich freigeschalten. Oh mein Gott, ich mache viel zu viele Bereiche gleichzeitig. Aber das ist der nächste Schalter. Schalterpalast, ernsthaft. Aber okay, gut. Dive Man aus Mega Man. Und wir kämpfen auch gegen Mega Man. Wie geil ist das denn? Ich will Mega Man haben. Ich liebe Mega Man. Wow, wow. Wow. Wow, wow, wow. Oh, oh. Ah, komm. Ah, das gibt's doch nicht. Oh, nee. Nein, 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 nein. Yes! 4,7k! KP. Also nicht 4,7k, sondern 4,7kp. Das war echt knapp. Das wäre beinahe mein Ende gewesen. Ich habe mich eben gerade schon echt außerhalb der Stratosphäre gesehen. Eine neue Truhe mit 10 Lernjuwelen. Aber ich darf da auch nicht dran vorbei, ne? Die Strömung ist viel zu stark. Sie würde ich glatt mitreißen. Okay. Cupid! Und wir kämpfen gegen Kid Icarus. Oder Icarus? Der Gegner setzt auf seinen Spezialstandard ein. Was zum Teufel? Oh oh. Oh, verdammt, da haben sie sich retten können. Ja, einer weniger wieder. Komm, nein. Ach, das schafft es doch echt noch. Das darf er nicht schaffen. Nein! Wo kam denn jetzt diese blöde Plattform her? Komm hoch, komm. Yes. Ah, es geht jetzt gerade durch wie Butter. Kommen wir sehr gut durch. Finde ich super. Ja, ein schöner Singleplayer-Modus mit schönen Herausforderungen. So, können wir einmal hier lang.
King Balblin? Ublin? Oh, Merrick. Und wir kämpfen gegen Darain. Ja gut, der 1700, meine Güte. Der sagt mir jetzt gar nichts. Nein, 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 nein. Oh nein. Warum hat er sich nicht festgehalten? Ich glaub's ja nicht. Das war jetzt echt wieder. Lass das Huhn in Ruhe. Ja, das habe ich schon gemerkt. Eieiei, der macht richtig viel Schaden. Ja, komm und weg. Na, super. Und tschüss. Komm runter, komm. Yes! Klar, manchmal wirkt es so, als ob ich da irgendwie komplett willkürlich schlagen würde. Mache ich auch. Aber es funktioniert. Es funktioniert. In einem richtigen Smash würde ich wahrscheinlich richtig, richtig losen. Lucario. Na, dann holen wir uns mal den Lucario dazu. Na komm. Na komm. Wow. Yes, erwischt. Schön mit der Waffe. Lucario kämpft nun mit. 14 Lernjuwele. Da sollte doch wieder was möglich sein, oder? Gucken wir noch mal im Wissensbaum. 32, dann können wir doch jetzt das hier nehmen, was ich davor hatte. Wobei, was ist das hier? Verlängert Unverwundbarkeit beim Ausweichen. Und das ist... leicht stärkere Griffe und Würfe. Die habe ich noch gar nicht eingesetzt. Ja, aber meine Überlegung wert, was ist das? Ach komm, mach mal so. 100. 100 für den Super Smash. Pyro und Pico. Dann nehmen wir... ach, wieder der Bewohner. Spezial seitwärts ein. Was zum Teufel? Wow, 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 wow. Ja. Okay. Melinda. Ach, jetzt gibt's nicht, erwischt die nicht. Okay, beide. Da war es nur noch Melinda. Na komm. Was macht Melinda da? Wo will sie hin?
Jawohl. Schön in der Luft gesnackt. Druid. Na, was kommt jetzt? Warum darf ich da eigentlich nicht runter? Und hier komme ich hier hin. Hier komme ich auf die andere. Aha. Was wolltest du mir jetzt damit sagen? Ich habe da noch gar nichts gemacht. Licht, das aus dem Riss dringt, versperrt dir den Weg. Okay. Aber ich habe noch gar nichts gemacht. Jetzt habe ich was gemacht. Bam. Jetzt fehlt mir noch der grüne Schalter. Ich muss ihn erstmal finden. Haha. Da muss ich das zum Kaufen. Und da wird der Weg freigegeben. Ah. Oh. Oh, weia. Versperrt den Weg. Ob er sich mit einer Bombe sprengen ließe? Ah, da brauchen wir Bomberman. Relaxo. Ja, komm, wir probieren es noch gegen Relaxo. Und einmal gegen King K. Rool. Erstmal, dass ich den dann... Ja, eigentlich nicht das erste Mal. Ich habe es ja im Online-Smash schon mal gesehen, aber live in Aktion sehe im One-on-One. Alter, was zum Teufel? Ja, komm. Ah, komm. Ich habe nicht viel Zeit. Komm schon. Komm. Na komm. Nein, 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 nein. Boah. Wir mussten ihn nur besiegen und das in der Zeit fällt mir gerade auf. Jetzt weiß ich auch, warum er sich nicht geschwert hat. Oh, war das knapp. Aber wir haben einen Relaxo bekommen. So, ihr kennt das ganze Spiel. Wir gehen jetzt wieder raus aus dem Spiel. Beziehungsweise erstmal speichern wir. So, wir gehen raus und schauen, welcher Smash uns als nächstes erwartet. Oh, es ist der Wind Waker Link. Oder junger Link. Junger Link. Okay, der Kakariko Link. So. Komm her. Ja, genau. Mach dich selber platt. Wow, aber der hat es echt in sich. Komm hoch, komm. Komm her, komm. Hau ab. Bleib mir fern. Yes. Erwischt. Ich habe ihn doch echt noch erwischt. Der junge Link kämpft nur mit. Also mittlerweile werden die Online-Sessions dann doch ein bisschen interessanter, weil ich ein bisschen mehr Auswahl habe. Und natürlich auch dann die Kämpfe mit dem Yokai Girlie. Also schaut auch gerne mal vorbei. Immer samstags ab 20 Uhr werdet ihr dann so eine schöne Folge sehen. Und was ist das denn? Felder übrig, 6. Aha. Oh, ich kann hier was freischalten. Ah. Palmas. Und.
Ein Mihut. Ah, und hier kann ich überall was freispielen. Okay. Und jetzt sind es noch 5. Aber er sagt doch gerade 6. Felder übrig 3. Hä? Hm, okay. Gut, da haben wir die Geistertafel, da haben wir das Deck. Ich kann mal ganz kurz in die Geistertafel reingucken für euch. Da seht ihr die verschiedensten Geister dann wahrscheinlich mit ihren ganzen Spezialfähigkeiten. Ich werde das jetzt nicht mal alles vorlesen. Geistertafel-Items, okay. Ach, da kann ich die herausfordern, oder was? Kann ich sagen, ich möchte jetzt den Minsel haben? Oder wie? Anpassen? Hä? Wähle deinen Kämpfer. Ich nehme... Hä? Cheek. Sage okay. Wähle meinen Sonic aus, wähle hier Spezialstandard und sage Kampf. Und damit kann ich mir dann einen erst spielen. Also das heißt, ich habe jetzt gerade nochmal eine längere Folge. Ich muss gegen König DD kämpfen. Okay, ich muss ja gegen mehrere DDs kämpfen. Okay. Ha, okay, gewonnen. Und ich hatte auch noch Schneckenlauf drin. Und jetzt habe ich den Geisterschuss frei. Oder was auch immer das heißt, genau. Und ich muss im richtigen Augenblick schießen. Verdammt. Ja, komm, setz mal nochmal ein. Dann kann ich König DDD befreien. Oder ein Geist, wie auch immer. Ein Moblin. Schade, König DDD habe ich jetzt nicht befreit. Das wäre jetzt noch cool gewesen, wenn man die so freischalten kann. Und noch was dazu bekommt. Gut, Chronologie. Ja, und das könnt ihr natürlich auch dann immer täglich herausfordern. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohaut rein. Tschüss.